Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Fang du an, pass auf. So Leute, wir spielen jetzt heute mal Kung Fu Panda. Nein. Geht natürlich. Und? Heißt die jetzt Tigers oder Tiger? Keine Ahnung. Ich glaube. Wir fangen jetzt einfach mal an. Neues Spiel. Wir sind jetzt mal ganz lieb und fangen als Schüler an. Guck mal. Kirschblüten. Ja. Und ein langer, langweiliger Text. Vor langer Zeit. In der Zeit der zeitlosen Antike, als mystische Krieger das Land durchstreiften, beschützten die unglaublichsten aller Kung-Fu-Kämpfer, die furiosen Fünf, das Tal des Friedens. Doch bald schon sollte ein Krieger mit so großen Können und so legendärer Kühnheit auftauchen, dass sogar die Geschichten über ihn legendär waren. Der Drachenkrieger. Um seine Geschichte zu erzählen müssen. Oh, wir waren glaube ich zu langsam. Ein bisschen. Das gehen wir auch irgendwann hin. Von einem legendären. Ah ja, Leute, ihr müsst uns nur eine Stunde ertragen. Er reiste auf der Suche nach würdigen Gegnern durch das ganze Land. Ich höre irgendwie nichts. Ich auch nicht. Okay. Fangen wir einfach mal an. Was kann ich denn hier? Ich kann springen. Gott, kann ich nicht direkt springen? Ich kann das hier. Und ich kann. Kannst du auch laufen? Ja, das kann ich natürlich auch. Oh, ich dachte, es ist zu schwer, um sich vorzubewegen zu können. Oh, wie freundlich! Aber gerne doch! Reden wir einfach mal mit Mrs. Pig. Hallo, Fremder. Hallo, Fremder. Was machst du hier in dieser Stadt? Oh. Mehr nicht? Ernsthaft? Okay. Wie nehmen wir die? Keine Ahnung. Mr. Rabbit. Hilf mir bitte. Zu meiner Aufgabe. Okay. Hilf mir bitte, ich habe meine Familienvasen verloren. Ob du wohl alle 10 findest, auf der Brücke ist eine, aber ich komme nicht hin. Kann ich nicht in der Brücke hochlaufen? Anscheinend nicht. Wow. Macht sie was bringen? Ui. Da steht jemand. Sollen wir mit der reden? Ja. Sammle Goldmünzen, um in Upgrades Menü Dinge wie verbesserte Fähigkeiten und neue Aufträge zu kaufen. Ich höre was. Ich auch. Oh mein Gott, ich habe die Gabe vom Hirn gelesen. Enzo? Er kann was hochheben. Er kann es werfen. Das ist jetzt kaputt. Okay, warte. Und wo werfen wir es hin? Aufs Hieschen? Ja. Okay, ich muss mein Bestes.
komm schon, Zielsicherheit. Schaffst es. Und... Nein! Es tut mir leid. Wow. Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Oder? Ich glaube, ich habe eine Idee. Echt? Ja. Okay, vielleicht doch zu weit. Ich ist auch zu fett, um drüber zu springen. Ja, ich glaube, wir sollen die da damit da kaputt machen. Sag mal, wieso treffe ich nicht? Ich hab keine Ahnung. Leute. Gewicht. Also, einfach zur Seite schieben, dann schafft's. Eine. Soll ich runterspringen? Versuch's mal. Ob er sich was bringen kann? Nee, probier nicht. Ich komm hier noch nicht mal drüber. Oh. Leute. Guck mal, da ist noch eine. Die werden mich mit uns reden, voll unhöflich. Kannst du auch was anderes erwarten? Nee. Essen? Da ist eine Münze. Da ist Essen. Da hinten ist eine Münze. Ich will essen. Okay. Und wie isst man? Toll, einsame Essen bringt das jetzt nichts. Du siehst das auch, oder? Ja, ich sehe eine Blase. Hightech. Ich komm nicht hoch! Glückwunsch! Du hast eine seltene Münze gefunden. Damit wird im Extras-Menü etwas Besonderes freigeschaltet. Okay. Und wie komme ich da hin? Tagebuch. Wir führen ein Tagebuch? Wo? Da! Also, wow. Das ist was Neues. Okay, jetzt musst du nur noch rausfinden. Ja, danke. Aber bitteschön. Dann kommt man hier weiter, oder? Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Waren wir hier nicht? Ja, du musst auch auf die andere Seite gehen. Na gut. Bäh. Ich hasse solche Steuerung, ey. Du musst nur die Kamera drehen. Hihihi, weißt du, wie schwer das ist? Nö. Sammle Qi-Energie von den 7 Gegnern, um dein Qi aufzufüllen. Mit der Pause-Taste rufst du dein Tagebuch auf. Dort findest du Informationen zu den legendären Abenteuern und optionalen Aufgaben. Was sind eigentlich noch optionale Aufgaben? Keine Ahnung. Einfach weiterspielen. Ja. Der Krieger witterte Angst. Der Krieger witterte Angst. Aber es konnte nicht seine eigene sein, wenn er nach 5 zu. Oh, größter Kung-Fu-Meister des gesamten Universums! Greife mich! Hey, komm zurück, Hase! Wir sind noch nicht mit dir fertig! Geh lieber einen Schritt zurück, Kleine. Meine Schweine am Stichspieß? Lecker. Garantie. Schade, dass es nicht wirklich geht. Ne? Setze schnelle Angriffe und Blocks ein, um schnelle Gegner zu besiegen. Wildschweine sind schnell? Fangfaulgrad. Wow! Wie soll man das einsammeln? Ich glaube nur, wenn du was nicht hast, ne? Wenn es ausgegangen ist. Oh. Weiter. Ich mag chinesische Dörfer. Gute Arbeit, mein Sohn. Wer hätte gedacht, dass du ein solcher Kung-Fu-Meister bist? Offensichtlich hatte der Vater des Kriegers ihn unterschätzt. Vielleicht bist du dann bereit, Bier zu lupfen. Sag mal,
Aber meine Frage, ich kann mich nicht mehr an den Film erinnern, aber wie kann eine ganze Panda gebären? Keine Ahnung. Okay, ich werde auch nie verletzt. Was bist du drauf? Ich bin dabei. Ich sehe Essen. Ich habe auch schlechte Rot. Das heißt, du hast gegessen? Oh, da ist die Zeit gerade. Mensch. Sie ist super. Ich auch. Ich kann sie aber nicht essen. Wieso kann ich da nicht lang? Weil du da nicht lang kannst. Du kannst Angriffe kombinieren, indem du verschiedene Kombinationen drückst. Versuche eine starke Angriffskombo. Also, warte. X, X, Y oder Y, Y, Y. Mhm. Oder weiter. Ja. War jetzt gerade der Unterschied? Ich glaube X, X, Y. Nicht nur ein X, sondern zwei X und ein Y. Ich glaube, ich habe da mal kaputt gemacht. Das macht Spaß. Ja. Das ist auch mal. Ach, spiel ein bisschen weiter. Leute, wir wissen gerade echt nicht, warum wir das tun, oder? Nö. Ja. Ich glaube, wir haben eine riesen Langeweile. Drücke schneller Angriff und dann Aktion, um einen Gegner schnell zu greifen und zu werfen. Schnell zu bei kleineren Feinden hinreißen. Du hast fertig gemacht. Ich weiß, und das ist echt armselig gerade von mir. Das ist Devil May Cry. Viel besser. Hast du für mich an, rot zu leuchten? Weil du was gegessen hast. Vielleicht. Geh mir diese Seitengasse. Da ist noch einer. Lamp durch die Mitte. Münzen! Ich komm da nicht hoch! Oh, guck mal, ich kann so halten wollen. Ich kann doch auch. Hat man mir schon. Ah! Versuch auf schmalen Faden die Balance zu halten. Warte, was ist in der Vase? Hier? Oben. Da. Okay, jetzt nur mal so als Frage. Ich wurde von jemand anderem ausgebildet. Sollte der mir dann nicht eigentlich die Tipps geben? Eigentlich schon. Oder? Was meint ihr, Leute? Irgendwie, dass der Vater mir das gibt, obwohl er was dagegen hatte, die Tipps, ist das schon ein bisschen fraglich. Zwei Blondinen, ein Gedanke. Aber siehst du? Ich bin voll wie ein Schwan runtergekleidet. Ich hatte voll die Eleganz. Close. Moppel. Symbol bedeutet, dass du dich in der Nähe eines Gebiets befindest, das dich mit Panda-Stolpern zwingt. Pass auf, wo du nicht sitzt. Also er wird runterkullern. Ja. Nicht gespeichert. What the? Okay, wo bin ich? Irgendwo? Du kannst die Kamera bewegen. Die Kamerasteuerung kannst du jederzeit in die Kamera. Das hätten sie vielleicht mal am Anfang machen können, ne? Ja. Das ist zu spät. Keine Ahnung. Glückwunsch! Du hast
eine seltene. Wie komme ich in dieses komische Inventar? Was macht er eigentlich, wenn ich nichts mache? Irgendetwas. Voll der epische Anblick. Der Krieger in seiner Einsamkeit. Wo war ich? Wo war ich? Ups. Münzen! Ich bin runtergekullert. Gemuppelt. Wollen wir mal ehrlich sein, er muppelt nur. Er läuft nicht mal richtig gemobbelt. Kann aber doppelt springen. Ja, ne? Siehst du, was ich sehe? Vasen! Ja, ich mag was. Ich mag das Essen. Echt jetzt? Ernsthaft, ich kann da nicht drüber springen. Wie bescheuert ist das denn? Sehr. Gib ihm den ordentlichen Weg. Auch wenn der eh auch nichts bringt. Soll ich das Essen verhauen? Ja. Okay, ich werde das essen. Das war zum nichts essen, das ist so scheiße. Ich weiß. Ich denke, da ist so eine Frequenz, wie man. Wo gezeigt wird, wie der ist. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Party, du bist so. Bloody Rose, du bist so ein Scheiße. Oha! Mach doch besser. Du bist viel zu weit. Ernsthaft? Ja! Was? Wie viel Tage? Ich hab 6 von. Okay. Ich geh schon wieder zurück. Wohin, 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 wohin? Du musst mich leiten, auch wenn du echt blöde Orientierung hast. Ja. Links über diesen. Über diesen? Ja. Über das. Wie heißt das? Simsa! Bereit? Ja. Runter, Cola! Ob ich damit die Tür kaputt krieg? Nee, ich glaube nicht. Hey! Hä? Wieso? Wieso kann ich nicht mal rollen? Keine. Ich will runterrollen. Schade. Jetzt nach rechts die Treppe. Okay. Wenn ich das mit der Kamera irgendwann lerne. Schatz. Ja. Mir fehlt ein Milchreis. Okay. Ich hab ihn nicht. Was ist jetzt? Da lang. Da lang. Zum Tor. Welches Tor? Nicht das. Ist das da? Nicht einmal die härtesten Gegner konnten es mit seiner Kühnheit aufnehmen. Überall! Ich bin der Drachenkrieger. Jetzt ist es beiseite, Bösewicht. Diese Kommunikation passt zu was mit gar nicht. Alles nicht stark, ne? Ja. Ich bin ja so. Einschlag und sie sind fertig, oder was? Die könnten sich mal ein bisschen schämen, ne? Ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet, aber... Wenigstens fliegen sie durch die Luft. Ja. Da jonglieren ein, um einen Gegner in die Luft zu schlagen. Jongliere weiter, um den Gegner in der Luft zu halten oder nach... Jongliere? Dies ist nur bei kleineren Feinden. Du bist angegriffen. Du bist Nudelsuppe. Ja! Mit Stäbchen. Was ist denn hier? Das ist eine Vase. Okay. Vergessen wir mal kurz, dass ich schon gegangen bin. Wie spielst du denn eine Vase? Vergiss nicht den Doppelsprung. Oh, wow. Das wäre mir viel. Münzen! Ich hab Münzen bekommen! Stärkster Krieger! Noch jemand? Ja, ein Schwein. Oh. Rechts. Oh. Na komm.
des Kriegers, der Beste unter den Besten, der Besten. Der Besten, ich zu sein, folgt dich dahin. Nun ist super. Dass du gern kaufst. Vielleicht möchtest du wieder mal auf meiner Faustung schauen. Essen kaputt gemacht. Oh nein, dafür muss er bestraft werden. Hast du das auch gerade gesehen? Ich bin irgendwie nach hinten, oder? Ja, aber hochspringen kann er nicht, oder was? Wie bescheuert ist das? Keine Ahnung. Sehr. Sind wir ehrlich schon. Wie logisch ist das? Ich kann doch rückwärts Salto, aber nicht hochspringen. Hängt das nicht irgendwie beides zusammen? Oh mein Gott. Sie schlagen auf mich ein. Der müsste eigentlich nichts spüren können. Ja, ne? Sag mal! Noch einer. Wo war sie? Wo? Da. Okay. Mein Finger war voll im Bild. Ist klar! Baby. Jetzt und Donald! Ui. Jetzt kann ich mal hochspringen! Ja, ne? Ernsthaft? Wenn du ins Panda-Stolpern gezwungen wurdest, kannst du dich etwas zur Seite bewegen. Okay. Ui! Ui! Nein! Vincent! Ich weiß. Ich auch nicht. Also kann ich mich gar nicht entscheiden, wann ich dem Weg des rollenden Pandas folgen will. Mir wird meine Bestimmung vorbestimmt. Irgendwie glaube ich einen Fehler. Zu viele Bestimmungen. Ja, ist klar. Immer mehr Rippchen kommen. Guck mal, da ist ein Drache. Wo ist der Drache da? Wo? Da, an der Seite. Ich werde verprügelt und das sagt gut. Eine Vase. Bitte. Ich hab die Vase. Es fehlt mir nur noch eine, oder? Yep. Nervt. Beeindruckt. Kann mir mal jemand erklären, was das für ein Teil ist? Ich sehe so viele Röppchen. Ich dachte, das ist dieses Schweinebraten. Fleisch eben. Ernsthaft, hast du so gut? Vorwärts vorne? Aber ich kann wieder nur so springen. Oh, jetzt fliegen Suppen in der Luft. Ui. Das ist aber ein behaartes Fleisch. Wow! Guck mal, dass man nicht nach einem Schlag platt. Ich werde aber er kann sich bewegen! Oder ist die letzte Vase? Wo? Rechts. Hinter euch. Gleich. Lass mich dieses Schweinchen hier fertig machen. Yay, wir haben alle. Okay, ich werd getroffen. Mayday! Ich bin verletzt, ich bin tierisch verletzt! Passt so gut. Er hat ein Schwert! Ein Zahnschwert! Nein, warte. Wir haben ein Schwert! Yeah. Nein! Oh, nein! Ich bin Kai Lung. Ein Mietekätzchen! Guck mal da hinten. Hast du das auch gesehen, oder? Ja. Zehn Mietekätzchen. Hey, was? Mein Sohn! Ich glaube, wir hätten die Statue vorher holen sollen. Ja. Egal. Ich hab alles. Du bist unglaublich. Ich weiß. Aber... Psst. Upgrade des Menüs. Aha, die kriegt man am Ende. Hallo, Attention.